zusammen! Na, wie geht's euch? Wie ist euer Gefühl für heute? Und direkt YouTube-Channel hinterher. Genau, wer da noch nicht abonniert, bitte einmal diesen komischen roten Button, wo Abonnieren draufsteht, grau machen, also draufklicken und dabei sein, wenn neue Videos hochgeladen werden. Das heißt spätestens Ende nächster Woche, bevor es wieder losgeht, hier auf Twitch. Und nochmal ein persönliches Anliegen von mir. Wir haben jetzt Stand aktuell heute 17.40 Uhr noch zwei fehlende Zuschauer, wenn es darum geht, hier die 1000 zu knacken. Ich stelle gerade fest, bei mir ist es so dunkel. Ich muss mal ganz kurz mich erleuchten. Aber wir machen das ein bisschen wärmer, das Licht. Ein bisschen dimmen wir es auch noch. Genau, also wie gesagt, teilt den Stream, das sage ich jedes Mal. Haut den bei Facebook rein, haut den bei Instagram rein. Wenn ihr Twitter habt, haut den auch da rein. Haut den überall rein, dass wir diese 1000 endlich voll machen. Es wird Zeit, hat jetzt lang genug gedauert. Also ich habe meinen Tipp noch nicht abgegeben, weil ich einfach gar nicht weiß, wie ich tippen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Einerseits ein richtig schlechtes Gefühl und ja, ich hoffe einfach, dass es ein Unentschieden wird. Ich glaube, heute wird es nichts, wenn wir unsere Abwehrschwäche nicht... Ja, das ist es nämlich. Wenn wir so spielen, wie letzte Woche auf dem Betze, wo ich wirklich da stand und alles in der West um mich herum gefeiert hat bis zum Abwinken, stand ich da und konnte einfach nicht. Ich konnte mich nicht freuen. Ich konnte mich wirklich nicht freuen. Also wie wir diese zwei Kisten da gefangen haben, das war ja richtig lehrbuchmäßig so. Das, also lehrbuchmäßig kombiniert im Strafraum und die Bude gemacht. Nicht lehrbuchmäßig verteidigt. Also, wow. Also das war Wahnsinn. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz checken, welche Fenster ist für meine... Da ist er doch, der Kollege. So. Jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen größer machen, dass das da genau so will ich das. Jetzt hoffen wir, dass es auch hier passt. Kann man es lesen? Wenn nicht, muss ich das Bild separat rausziehen. Also wir fangen an mit Kral im Tor, was ja klar war. Tomja, Kraus, Ritter, Zimmer, Ache, Redondo, Puchatz. Puchatz. Das ist polnisch. Puchatz. So, Nihus, Raschel, Elwedi. Okay, das heißt... Tomja, Kraus und Elwedi auf jeden Fall mal wobei Tomja könnte auch wieder den Sechser machen, das heißt, wenn wir Viererkette spielen wir Viererkette? Lass mich mal überlegen, spielen wir Viererkette? Wir könnten Viererkette spielen, aber es sieht unwahrscheinlich aus. Sieht, weil da fehlt mir der linke ab... Ah ne, Puchatz ist ja da. Na, was laber ich? Also, dann haben wir Tomjak, Kraus, hoffentlich Zentrum. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass die zwei die Innenverteidigung, also wirklich IV machen. Dann Puchatz ist, glaube ich, der Linke. Und dann nehmen wir Elwedi auf die rechte Seite. Dann wahrscheinlich... Ja, wir spielen wahrscheinlich wieder mit zwei Sechsern. Das heißt dann in dem Fall Nihus und Raschel oder Zimmer, Ritter, Entschuldigung. Was laber ich eigentlich mit Elwedi auf der rechten, wenn dann spielt der Zimmer auf der rechten. Alter, was ist mit mir los? Ja, Bank haben wir unten, Spahic, Beut, Soldo, Opoku, Hanslik, Zuck, Lobinger, Tachi, Zolinski. Also ich kann, also jetzt mal beim besten Willen, ne? Ich sag's ja jedes Mal.
Nix gegen Lobinger. Nix gegen Lobinger. Oder Hanslik. Es kann mir doch keiner erzählen. Wirklich nobody. Dass die beiden jeweils für sich besser sind als der Clement. Und wir reden jetzt davon, Ersatzbank. Dass man, also allein schon, dass ich darüber nachdenken muss, Clement und Ersatzbank, dass es da zwei Positionen gibt, beziehungsweise zwei andere etatmäßige Spieler, die ihn ersetzen. Ich bin heute ziemlich kritisch, gell? Kann es sein? Oh oh! Starkral! Oh Gott! Oh wow! Also der war gerade wieder so cool geblieben, ne? Krank. Krank. So, jetzt haben wir uns den Ball zurück erkämpft. Was heißt zurück? Wir haben uns den Ball erkämpft. So, jetzt Ache. Am 16er gestoppt. Ja, Vorteil für Paderborn. So, jetzt machen wir mal Druck. Okay, Ache macht Druck, sagen wir es mal so. So, jetzt hat sich Paderborn gelöst. Oh ja, oh ja. Oh, zieh doch einfach direkt ab. Ah, schade, gut geblockt. Ja, genau dahin muss er. Ja, Redondo, nimm einfach an. Aber wir haben den Ball noch. Flanke von Redondo rein. Ragnar! Oh, kriegt nicht richtig. Der tut es richtig gut. Lute wird schwer haben, zurück ins Team zu kommen. Absolut verlassen kann. Außer er hat einfach ein Standing. Und Schuster ist es scheißegal, wie Kral gerade spielt oder gespielt hat auch gegen Elversberg. Kann natürlich auch sein. Ich meine, Clement ist ja auch nicht dabei. Stark von Zimmer. Stark von Tachi. Tachi gefällt mir gut. Tomiak. Und Tomiak hat den Ball zu lang am Fuß. Ja, jetzt ist da. Was soll denn der jetzt da machen? Bis der den Ball bekommt, sind zwei Gegenspieler. Oache! Ja, aber abseits, weil der mit dem Fuß dran war. Ist sich nicht sicher, ob der abseits. Der zählt nicht. Der zählt nicht. Der FCK geht in Führung. Der kann es selber gar nicht glauben. Marlon Ritter. Der wird nicht zählen. Oh doch, der zählt. Von Ragnar Ache. War das knapp, Bruder. Okay, ich nehme alles zurück. Komm, leg ihn doch zum Ritter. Oh, schöne Flanke auf Ragnar. Und das Ding ist schon wieder drin. Geil. Aber hey, ich wollte erst meckern. Warum spielst du nicht auf Ritter? Der steht so schön frei. Und da macht der die Flanke. Tachi auf Ache. Und das Ding ist einfach unter die Latte geklemmt im Tor. Stark. Wie bitter muss das jetzt gerade mal... Wie bitter muss das jetzt gerade mal für Paderborn zu sein. Die machen die ganze Zeit das Spiel. Bis auf... Ja, wobei, die haben auch so die ganze Zeit das Spiel gemacht. Wir waren zwar mehr im Spiel... Plötzlich, aber die haben die ganze Zeit das Spiel gemacht und jetzt steht es hier 0-2. Und hinzu kommt, dass ja weitere Athleten den Verein verlassen haben. Kommt das Ding raus? Boah, da geht. Also Kraus, ne? Boah, also wie kann man da nicht hinkommen? Wenn auch minimal. Boah, Junge, wo stehst du rum? Enttäuscht mich du nicht auch noch her. So, Hanslik kommt, wer geht raus? Adriano Grimaldi bringt die Gastgeber zurück. Ritter geht raus. Mit Recht, muss ich sagen. Aber es gab eben in dieser Nachspielzeit schade. Verdoppst wieder. Ja, klopft das Ding nach vorne, genau. So ist es. Da bleibt noch liegen, der Ball, oder? Ah, schade. Ja, der Ball ist noch nicht mal außen. Der war noch nicht mal aus dem Feld und da liegt schon ein neuer Ball im Feld. Alter, was ist denn das? Das Schiedsrichtergespann zieht. Was spielen wir jetzt? 10 Minuten Nachspielzeit oder was? Weg das Ding jetzt.
Ja, wird auch mal Zeit, Kollege. Ich glaube, deine Uhr steht ein bisschen falsch. Meine Fresse. Aber über den Sieg bin ich schon mal glücklicher als den gegen Elversberg. Das sah ja zumindest mal 60 Minuten gut aus. Wow. Aber ich habe nochmal gezittert zum Schluss. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch. Kuss, Kuss. Danke für diesen tollen Stream. Ciao.